Radimolski, wenn man ihren Namen nennt, dann hat das meistens irgendwas mit Spektakel zu tun. Die Mudrennen, diese Schlamm-Races, die sind ja schon bekannt. Jetzt wagen sie sich auf ein ganz neues Terrain. City Attack, das allein klingt ja schon gefährlich. Was erwartet eigentlich einen Läufer, wenn er beim City Attack startet? Ja, also die City Attack in Amstetten ist Adventure, Dirt Run, wie man es dann auch nennen mag, ja, eigentlich direkt in der City. Ja. Also der komplette Lauf findet im Stadtgebiet statt, ja, und man ist da in Sekundenbruchteilen vom Bach, von der Ibs wieder direkt am Hauptplatz und so weiter. Also das ist eigentlich eine total lässige Abwechslung während des Laufes. Ja, also wird sicher spannend. Ist das jetzt so, dass eigentlich die Sportler so ein bisschen ins Extreme neigen? Sind das eher Jugendliche oder haben sie auch ältere Starter? Ich habe es noch nicht ganz genau ausgefüttert bei den Anmeldungen. Sicher ist die Tendenz bei solchen Veranstaltungen, dass sehr viel junges Publikum dabei sein wird. Ja. Aber ich habe auch schon gesichtet, dass manche Leute sich angemeldet haben, die schon im fortgeschrittenen Alter sind. Also wir sind natürlich auch die herzlich willkommen. Es ist jetzt so, wenn ich mir die Strecke anschaue, das ist ja quasi vom Bachfluss bis auf die Dächer, bis durch Parkhäuser. Verlangt das ein eigenes Training? Kann man jetzt erwarten, dass jetzt in Amstetten die ganzen Leute durch die Parkhäuser hirschen? Also ich habe schon gehört, dass manche Leute, die mitlaufen wollen, ja, die Strecke ein- bis zweimal in der Woche laufen. Ja. Klarerweise kann man sich auf so ein Event gezielt vorbereiten. Ja, das ist ganz klar, wie man sich auf jedes andere Event auch gezielt vorbereiten kann. Es ist halt die Frage, wie ernst man das Event nimmt und ja, ob das dann tatsächlich notwendig ist oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber es kann auch jeder, der nicht so professionell unterwegs ist, natürlich teilnehmen und wird das dann auch schaffen. Das ist ein gutes Stichwort. Die Strecke für die Männer ist doch 18 Kilometer. Ein Lercherl ist das gerade nicht. Ja? Also man muss schon gewisse Voraussetzungen erfüllen. Naja, 18 Kilometer für die Männer stimmt nicht ganz, also es kann jeder, ganz wurscht welches Geschlecht, ja, 6, 12 oder 18 Kilometer laufen. Ja. Aber klar, für die ganz Mutigen, natürlich auch Frauen, ja, gibt es die 18 Kilometer Distanz und die ist sicherlich sehr fordernd, weil immerhin geht es da zum Beispiel dann 6 Mal durch die Ibs und das ist schon nicht so ohne.